Heute am 30. April 2017 pfeift ein satter Wind über den hohen Westerwald und ja, alle Leute denken an den Song, der diese Gegend hier berühmt gemacht hat. Oh, du schöner Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt. Und in der Tat, auch heute ist dieser Wind kalt, kalter Ostwind. Und ja, komischerweise sind wir noch gar nicht auf dem Wasser, denn es ist ideales Segelwetter, ideales Kattsegelwetter. Aber irgendwie haben wir in diesem Frühsommer oder was man das auch hier nennen soll im hohen Westerwald, sind wir lahmarschig. Das heißt allerdings, die meisten Kattsegler hier bei uns auf dem Bootsliegeplatz, auf dem Campingplatz Mademühlen, sind noch nicht startklar. Jeder futtelt noch an seinem alten Material rum, muss was zusammenflicken, zusammenfutteln und irgendwie sehen, dass man in die Gänge kommt. Nur wenige Jungs und ja, überhaupt keine Frau tummeln sich jetzt schon auf dem Wasser der Krombachtalsperre, die blöderweise dieses Jahr sehr wenig Wasser hat. Das liegt daran, dass die Krombachtalsperre, die Sperre, in den letzten 2 Jahren repariert wurde. Der Überlauf wurde komplett neu einbetoniert. Und jetzt ist das zwar fertig, aber es regnet nicht. Es regnet einfach nicht. Der Westerwald ist furztrocken. Kein einziger Bachlauf, der hier in die Krombachtalsperre fließt. Und so werden wir diesen Sommer möglicherweise nicht so das Wahnsinns-Segelvergnügen haben auf dieser kleinen Pfütze. Aber egal, auch das stört uns nicht besonders. Wir waren in diesem Frühling ja schon 16 Tage auf Elba zum Segeln. Und ab Juli 2017 ziehen wir weiter auf die Loire zum Paddeln in Frankreich, anschließend nach Holland ans Eiselmeer zum Windsurfen und Segeln. Und dann beginnt unsere große einjährige Europareise, die uns über den Winter nach Portugal führen wird und im nächsten Sommer bis hoch auf die Lofoten. Aber noch ist es nicht so weit und deshalb tummeln wir uns hier noch rum, sind die nächsten Wochenenden hier im hohen Westerwald. Und ich freue mich immer wieder daran, dass ich hier ja eigentlich schon längst wohne. Das heißt, unser gesamter Lebensumbau ist beendet. Mein Zuhause ist hier der hohe Westerwald. Mein formales Zuhause, mein formaler Wohnsitz befindet sich in Gießen in der Studenten-WG meiner Tochter Samira. Und unser Leben beginnt sich in irgendeiner Weise interessant weiter zu gestalten. Und wir sind gespannt, was die nächsten Wochen, Monate und Jahre hier noch so alles passiert. Aber Fakt bleibt auf jeden Fall, wie hier mein alter Musikwegbegleiter Rod Stewart deutlich artikuliert: We are sailing.